Good morning in the morning. Ja, eigentlich immer schon ein blöder Spruch, ne? Abends um 20 Uhr. Aber da hat sich bei mir so eingebürgert, ich ziehe den durch, da kenne ich nichts. Ja, der 11., eine neue Woche, der Montag. Und wir können ein Türchen aufmachen zur Belohnung, dass wir den Montag überstanden haben. Finde ich gut. Sollten wir immer so machen. Ich finde, es sollte so Montagskalender geben, dass man jeden Montag ein Türchen aufmachen kann, dass man sich auf den Montag freuen kann. Finde ich geil, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, wundert mich eigentlich. Ich denke mal, so in den Büros würden die öfters hängen dann, solche Montagskalender. Also keine Adventskalender, sondern Montagskalender. Ja, okay, ich rede viel zu viel. Ich würde sagen, wir machen das Ding auf, denn wir haben alle keine Zeit. Die 11, der 11, die 11, die 11 ist hier. Oder DDR-Zeichen ist hier. Hier dieses Türchen, das ist die 11. Ich weiß jetzt nur nicht, nach wo ich das Türchen aufmachen muss. Das werden wir gleich hoffentlich erkennen und sehen. Nach da. Ah, so geht's auf. Es wäre aber schön, wenn es aufgehen würde. So, ein kleines Türchen diesmal. Die 11 ist nicht leer, kann ich schon mal sagen. Aber sie ist sehr schwer rauszuholen. Das Ding hängt hier ganz weit hinten drin. Was auch immer das ist. Gott. Oh mein Gott. Da kommt hier keiner, überhaupt keiner ran. Ich habe auch noch keine Ahnung, was das werden soll. Kann ich die noch weiter aufmachen, die Tür? Nee, kann ich nicht. Ich muss das tatsächlich irgendwie hier durchholen. Und glaubt mir, das ist sehr eng. Also das haben sie jetzt ein bisschen blödsinnig gemacht. Ich kann versuchen, hier noch den Rand so ein bisschen zu biegen. Ich habe jetzt das Türchen daneben aufgemacht, was wir ja schon offen hatten. Jetzt kann ich das zumindest irgendwie versuchen, hier durchzuholen. So, so wird es gehen. Oh Gott. Also ganz knapp gemacht. Das war jetzt ein bisschen, naja, schwierig, um es mal so zu sagen. Ja, wir haben eine Dose. Ich mache euch die Kamera an. Ganz ehrlich, das gab es zu DDR-Zeiten mit Sicherheit nicht und schon gar nicht in dieser Dose so. Mit Sicherheit nicht. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Wir machen es jetzt. Ich zeige es. Es ist Kondensmilch. Ja, ich drehe es nochmal so. Also im Prinzip auf gut Deutsch Kaffeesahne. Und ich zeige euch auch, warum es das zu DDR-Zeiten nicht gab, zumindest nicht in der Form. Denn hier, diese Lasche zum Ziehen. Sowas gab es bei uns nicht. Ich weiß, es gab die Kondensmilch in solchen Büchsen. Ja, das ist richtig. Und dann sind wir nämlich mit dem Dosenöffner hingegangen und haben hier oben ein Loch reingeballert und dann konnten dann so raus schütteln, ne? Ja, aber mit Sicherheit nicht mit so einem Ziehverschluss hier. Also das ist jetzt der Neuzeit geschuldet. So, Kamera aus. Ja, also ich muss sagen, bis jetzt ein sehr schöner Kalender. Gefällt mir echt gut. Haben sich schöne Sachen einfallen lassen. Auch hier so die Kondensmilch. Puh, da denkt kein Schwein mehr dran, dass es die früher mal gab. Aber ja. Auch in so einer Dose, aber halt ohne Ziehverschluss. Da musste man mit dem Dosenöffner ein Loch reinploppen und dann konnte man sie raus. Anders ging es nicht. Man hätte natürlich den ganzen Deckel abmachen können mit dem Dosenöffner, aber das will man ja auch nicht. Ja, kurz, schmerzlos, das war's für den heutigen Tag. Viel Spaß bei den Weihnachtsvorbereitungen, viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt, wenn ihr geht. Ich war dies Jahr schon und gehe auch morgen nochmal. Ja, und bis zum morgigen Tag, ist dann auch die richtige Überleitung, wünsche ich euch
alles Gute, tschö, tschö, winke, winke und bye, bye, macht's gut, euer allseits unbeliebter Grimling.